Und ein herzliches Willkommen zurück bei Shadow of the Tomb Raider. Mit mir von mir, Gameplays als Hobby. Und wir sind hier in der Zenote, kurz vorm Tor, wahrscheinlich vor der Schatulle, die wir holen sollen von X-Chell. Und wir spielen hier auf tödliche Obsession und ich habe so mega Angst zu sterben, weil ich dann so viel neu wieder einsammeln darf und machen darf. Ich will's nicht. Wir werden sehr viel rumgucken, weil wir noch eine Herausforderung haben von irgendwelchen Denkmälern oder sowas runterreißen, keine Ahnung. Ich will nämlich nicht noch einmal hier runtergehen müssen. Also werden wir viel rumgucken, langsam vorwärts arbeiten. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Und vor allem will ich nicht sterben. Deswegen muss ich vorsichtig sein. Okay, weiter geht's. Und ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo ich lang muss. Auf der Seite bin ich fertig. Ich muss jetzt irgendwie auf die andere kommen. Hier war ich eben gerade drin, aber... Hier sehe ich nichts, wo ich lang gehen könnte. Komische Sache. Wie komme ich auf die andere Seite? Wahrscheinlich nur übers Wasser. Ah, okay. Die Musik ist sehr beruhigend. So, wir schauen uns natürlich erstmal hier im Wasser um, bevor wir irgendwo hingehen. Wir wollen natürlich so viel wie möglich mitgehen lassen. Ach, guck an. Also die Gegner sehen auf jeden Fall irgendwie aus wie so Orks von Herr der Ringe. Von daher der Vergleich Willkommen in Moria, zwei oder drei Teile vorher, passt irgendwie. So, das haben wir voll, das ist schon mal gut zu wissen. Und dieses Schreien im Hintergrund in der Musik erinnert einen auch wieder an Dings. Ah, oh, und weg ist es wieder. Wie heißt es denn nochmal? Irgendetwas mit O. Ein Horrorspiel ist es auf jeden Fall. Hier können wir nirgendwo hoch, ne? Nee. Da haben wir noch so ein Teil zum Runterreißen, sehe ich. Drei von fünf, noch zwei Stück, ey. Und ich habe einfach keine Ahnung, wo.
Da kommen auch welche raus wahrscheinlich. Die Musik klingt so beruhigend, ey. Der sappende Kopf. Überall diese Löcher, wo die rauskommen könnten, ey, das ist scheiße. Wir möchten natürlich, bevor wir durch... Was? Oh. Habe ich schon erwähnt, dass ich nicht sterben möchte? Na! Boah. Ich bin hier noch voll mit Rumgucken beschäftigt, ey. Da greifen die mich hier schon längst wieder an. Ja, ist ja gut. Das Miese ist ja, man hört die ständig, aber die kommen noch nicht mal. Das ist einfach nur, um jemanden zu, um einen zu verunsichern. Und das schaffen die sehr gut. Ich weiß, die müssen die Dinge da rumdrehen, aber das will ich noch nicht anfangen, weil sonst kommen direkt Gegner. Ich will erstmal in Ruhe rumgucken können. Was gibt's hier unten? Achso, ein Toter. Zwei Tote. Soweit ich weiß, muss ich das so irgendwie freikriegen. Das geht wohl noch nicht. Geht komischerweise wohl erst später. Pfeile? Das Blöde ist, hier ist auch nichts mit Anschleichen oder sowas.
Das sind, die überfallen einen. Die stehen hier nicht überall rum oder so. Die kommen plötzlich so einfach mal irgendwo raus und überfallen einen. So, ganz ehrlich, ich war jetzt überall. Und ich sehe keine einzige von diesen Denkmaldinger hier mehr. Ich weiß echt nicht, wo ich die restlichen zwei finden soll. Wir haben 3 von 5. 2 Stück fehlen, aber ich sehe keine 2. Ich habe jetzt ehrlich gesagt überall nachgeschaut, sogar doppelt und dreifach. Und ich sehe die Dinger nicht. Das finde ich irgendwie scheiße. Das finde ich nicht schön vom Spiel. Es tut mir leid, dass ich wirklich gerade kaum was mache in dieser Folge, aber ich bin ja schon fast fertig, aber ich kann nirgendwo sonst noch hin. Oder wird es hier noch was geben? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, also hier ist echt nichts mehr zu finden. Okay, dann werde ich jetzt wohl weiterspielen und hoffe, dass die 2 wirklich erst später noch kommen. Und nicht hier. Vielversprechend. Okay, noch keine Kämpfe. Na gut. Kann ich das denn jetzt lösen? Achso, das Wasser ist jetzt höher gegangen. Ah ja, okay. Und jetzt geht's. Komisch. Jetzt kommen wieder Kämpfe. Was war das? F3? F2? Ich glaube F2. Yep. Aua.
Oh, hat mich die Hand da gerade erschrocken, ey. Oh, da oben. Da kann ich nicht hoch, ne? Nee. Oh Mann. Wo kommt der schon wieder her? Oh Mann, ey. Ich kann da nicht drauf. Einer hockt da oben. Ich hab hier lauter so Bomben hingestellt, ey. Okay. Hier piept jetzt alles Mögliche. Oh Mann, ey. Ich bin nervlich echt dermaßen angespannt und am Ende. Wirklich wie so Orks aus Herr der Ringe. Oh, ich muss nichts machen. Oh, wie geil. Meine Güte. Warum machen die nichts? Huh? Ist es die vermisste Königin, die im Brunnen gefallen ist wegen dem Fisch? Die hatte keine Oberlippen mehr. Sie gehen nicht rein. Sie gehen nicht rein. Junge, Junge. Ich bin so froh, dass ich hier durch bin, aber ich kann immer noch nicht speichern. Sie sehen wie diese Wesen aus, aber sie sind irgendwie anmutig. Jaxil, die Göttinnen des Schutzes. Die silberne Schatulle von Ixchel wurde im Paradies geschmiedet und zur Erde gebracht. Ist die Schatulle etwa von diesen Wesen? Weder falsche Götter noch Zeloten dürfen diese Pforte passieren. Oder vielleicht von einer anderen Welt sogar? Andere Planeten? Sie. Haben sie mich deshalb so wild bekämpft? Immerhin hieß es zur Erde gebracht. Die Schatulle verborgen bis zur Erneuerung der Sonne. Hier. Sie muss hier irgendwo sein. Wie sie sich freut. Sonnenfinsternis und ein Reiher.
Wie die Tattoos auf Onoratus Arm. Aber wo ist die Schatulle? Oh, Schatulle ist schon weg. Scheiße. Scheiße, was ist jetzt los? Wir sind bei der Aufnahmezeit. Hallo. Na toll. Jetzt aber schnell weg hier. Oh. Shit, 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 shit. Aua. Ah, hüpf doch! Oh. Renn, Lara, renn! Um dein Leben! Denn genau das ist es ja. Und weh, du stirbst. Oh mein Gott. Wow. Oh. Oh mein Gott. Oh. Bin ich jetzt schon los, die Unterwelt? Okay, wir sind über der Aufnahmezeit. Oh mein Gott, ich will nicht sterben. Ich will das Ganze nicht nochmal machen müssen, ey. Oh. Bin ich froh, wenn das hier vorbei ist und ich einspeichern kann. Wir sind bei 22 Minuten, die Aufnahme ist vorüber. Das war Shadow of the Tomb Raider auf tödliche Obsession. Und ich habe Angst zu sterben, weil ich sonst so viel wieder neu machen muss. Ja. Ich bin von Lyra Gameplays als Hobby. Ich bin fix und alle. Ich bin froh, wenn ich hier durch bin. Wenn es euch bis hierher gefallen hat, ihr dürft einen Daumen nach oben geben. Wenn ihr neu seid, auch ein Abo. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr wieder beim nächsten Teil dabei sein werdet oder auch meine anderen Let's Plays anschaut. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß noch bei mir auf der Kanalseite und auf YouTube generell. Wir sehen uns hoffentlich wieder. Auf dann. Tschüss.